Hallihallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Keine will es zugeben, dass sie auf der Suche ist, und zwar geht es um die beste Freundin. Ein Thema von einer Frau, für Frauen, für euch, recherchiert, einfach so frei von der Leber weg erzählt. Es sind ja Dinge, die ich oft anspreche, die einfach so unser Leben betreffen, die uns bewegen, die uns berühren, die uns belasten, die uns fertig machen, die wir irgendwie lösen möchten und so weiter. So, bevor ich jetzt anfange, über die Freundin, über eine gute Freundin oder die beste, einfach über eine gute Freundin rede, möchte ich Folgendes bekannt geben. Und ich habe heute nach langer Zeit wieder mal ein Dalton-Gut. Ich wurde schon gefragt, also per Mail benachrichtigt, wann hast du wieder ein Dalton-Gut? Und ich schrieb dann im Oktober. Also ich habe jetzt eine Woche lang von Freitag zu Freitag den Code mit Beauty Kirsti, spart ihr bei Dalton 20% auf alles. Ich will auch gar nicht großartig jetzt hier rumwerben. Ihr kennt die Produkte teilweise von Dalton. Das heißt, die meisten kennen sie, weil ich bin eine der ersten gewesen, damals mit der Amelie zusammen, die für Dalton auf Social Media Werbung gemacht hat. Und wir nehmen die Produkte immer noch, also schon seit 6 Jahren so ungefähr, 5, 6 Jahren, ja. 6 Jahre müssen das jetzt schon sein. Und was hat sich da bei Dalton verändert? Also es ist eine wahnsinnig tolle Produktreihe, made in Germany, tierversuchsfrei. Die haben jetzt eine neue Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Das geht los bei nachhaltigen Verpackungen aus recyceltem Papier. Also die Verpackung ist recyceltes Papier. Dann haben wir diese Plastikbehälter, werden jetzt ersetzt durch Glas. Die cleanen Rezepturen, das heißt die Rohstoffe, die aus dem Meer abgebaut werden für Dalton Marine Cosmetics, sind nachhaltig abgebaut zum Schutz der Meere. Es wird auch sehr viel Geld gespendet. Ich zeige euch das mal. Das ist praktisch eine Spendenurkunde in Höhe von 5.000 Euro an die Schutzstation Wattenmeer, also die tun was. Und es kommt hinzu der klimaschonende Versand, also aus recycelten Verpackungen und mit DHL, das heißt DHL Go Green, genau, aus Verantwortung und Liebe zu unseren Ozeanen, zum Meer. Und glaubt mir, das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Werbegag. Ich liebe diese Produkte und benutze sie seit 6 Jahren und seht selbst, ich bin 62 Jahre alt und ich habe jetzt hier keine Filter drauf. Ich habe lediglich ein bisschen Bronzer drauf, damit ich nicht gar so blass aussehe. Ihr habt mich oft genug ungeschminkt gesehen und ich benutze diese Kosmetik so gerne. In Verbindung mit anderen Boostern noch, also das ist einfach für mich so ein richtiges, das sind diese Luxus-Verwöhn-Momente am Morgen und auch am Abend. Und ja, also das zu dem Thema Dalton mit Beauty Kirsti, spart ihr 20% auf alles. Also geht auf diese wunderbare Website, die sie haben. Es ist alles ganz, ganz toll erklärt. Ihr könnt euch dort beraten lassen. Es gibt Produktberater, man kann sich auch Proben zuschicken lassen. Also versucht es einfach, aber die meisten Mädels, die ja drauf sind, wir sind ja ein harter Kern und die kennen die Produkte und lieben sie und wertschätzen sie. So, jetzt reden wir wieder von der Freundin. Also, und ganz ehrlich, bei einer Freundin ist es so, man muss sich nicht unbedingt einsam fühlen, um eine gute Freundin haben zu wollen. Also auch verheiratete Frauen fühlen sich ohne Freundin irgendwie einsamer. Weil mit einer guten Freundin macht man ganz andere Dinge, bespricht man ganz andere Dinge. Ich rede jetzt nicht unbedingt von der besten Freundin, sondern mit einer guten Freundin bespricht man doch Dinge, die man mit der Familie, mit Kollegen oder selbst mit dem Ehemann nicht bespricht. Man macht mit der guten Freundin Dinge, die man vielleicht auch nicht mit dem Ehemann macht. Ich bleibe jetzt mal bei den verheirateten Frauen. Man redet nicht über alles mit dem Mann. Erstmal wollen die das gar nicht hören. Und zweitens sprechen wir eben verschiedene Sprachen. Die verstehen das vielleicht gar nicht, was wir da meinen, was wir ansprechen. Ob das jetzt, müssen nicht unbedingt nur die Wechseljahre sein, noch andere Dinge verstehen die nicht. Für eine neue Freundin oder für eine gute Freundin ist immer Platz in unserem Leben. Und diese Freundin, wenn wir sie denn haben, die Glücklichen, die sie haben, bitte pflegt diese Freundschaft. Pflegt die Freundschaft zu dieser guten Freundin. Natürlich ist es schön, wenn man sich sehen kann, weil Freundschaft funktioniert natürlich auch so, ne, von Angesicht zu Angesicht, aber sie kann auch funktionieren, indem man telefoniert, Briefe schreibt, tut man nicht mehr, sich E-Mails schreibt, sich Nachrichten schickt, sich Sprachnachrichten drauf spricht und
FaceTime macht, aber ist natürlich am optimalsten, wenn man die gute Freundin in den Arm nehmen kann und das Gefühl hat, ja, das ist meine Seelenschwester, hier fühle ich mich gut aufgehoben, mit der kann ich jetzt nicht um die Häuser ziehen, kann man auch machen, aber mit der kann ich über alles Mögliche reden. Man geht untergehakt spazieren im wunderbaren Herbstwald zum Beispiel jetzt. Das kann man natürlich auch alles alleine machen und mit einem Mann machen, aber mit so einer Freundin ist das irgendwie ein ganz anderes Bild. Wenn man so beobachtet, Pärchen, die miteinander spazieren gehen am Wochenende, sind das ja oft dann die Paare, die dann Zeit füreinander haben, die sind doch meistens sehr stillschweigend. Und also wenn sie Kaffee trinken gehen oder essen gehen, sitzt meistens jeder mit dem Handy da. Das findet man bei Freundinnen nicht. Also in unserem Alter, bei den jungen Frauen schon, die sitzen alle mit dem Handy da und zeigen sich irgendwas. Aber mir ist noch nicht aufgefallen, wenn jetzt so Freundinnen in meinem Alter oder wir, also meine Freundin und ich, wir sitzen nicht mit dem Handy da. Es sei denn, es klingelt, das ist was ganz Wichtiges, aber wir sitzen nicht und datteln da auf dem Handy rum. Wir beschäftigen uns miteinander. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das Problem ist natürlich, es ist sehr schwer, eine gute Freundin zu finden, besonders im Zeichen der Globalisierung, des Umbruchs, wenn man hin und her zieht, wenn man umzieht, wenn zum Beispiel Menschen in meinem Alter zum Beispiel den Kindern hinterherziehen, weil ne, im Rahmen der Familie, weil das schön ist, wenn man irgendwie beieinander ist, dann stehst du aber da und hast wieder kein soziales Umfeld. Das heißt, eine Freundin zu finden, ist richtig schwer. Das ist mittlerweile ein richtiges, das aufzuwiegen wie mit Gold. Das ist praktisch genauso ein Theater, das ist genauso anstrengend wie die Suche nach einem Partner bei einer Partnerbörse. Weil eine gute Freundin, das ist wirklich das Salz in der Suppe. Um das jetzt mal ganz lapidar zu sagen, das ist das Salz in der Suppe, das Salz in unserem Leben, eine gute Freundin. Und wer die nicht hat, ich glaube, dass da ein richtiges Loch ist, dass da was fehlt, diesen Menschen, und sie sich innerlich oder sich sehne danach und es aber nicht zugeben, weil es irgendwo immer schwierig ist, etwas zuzugeben, so ein Mangel, ein Manko zuzugeben. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Wenn es so ist, dass ihr keine tolle Frau in eurem Leben habt, dann geht auf die Suche. Ich kann nur sagen, aus Erfahrung weiß ich, dass es möglich ist, sich auf die Söckchen zu machen und zu sagen, so, ich suche mir jetzt eine Freundin. Das funktioniert. Man muss nur dranbleiben. Man muss dranbleiben und natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass das dann eben auch zwischen diesen beiden Frauen, also zwischen der mir Auserwählten zum Beispiel, klappt. Aber es kann funktionieren. Ich weiß es hundertprozentig, dass es sowas gibt. Also nicht jammern, jammern füllt keine Kammern. Rennt los, sucht euch eine Freundin, quatscht die an. Quatscht einfach Leute an. Wenn ihr Frauen seht, die euch, das geht ja innerhalb von Sekunden, die euch gefallen, wo ihr sofort diese Sympathie spürt in den ersten paar Sekunden, sprecht die an. Macht ihr ein Kompliment oder bei irgendwas und das funktioniert, da freut die sich. Und dann kann man das ausbauen. Natürlich ist es nicht immer eine Garantie, dass es funktioniert. Ja? Dass, wenn man sich dann mal, also wenn man dann den ersten Schritt getan hat und hat sich so angenähert und man muss sich ja dann erstmal verabreden, dann merkt man ja relativ schnell, stimmt da die Chemie. Das ist ja wie bei einem Mann. Ne? Stimmt die Chemie? Kann ich da weiter was aufbauen? Und dann geht das eigentlich relativ fix, wenn man Interesse hat. Aber Leute, Mädels, man muss natürlich investieren. Es ist alles Arbeit, umsonst ist nichts. Also umsonst, das funktioniert nicht. Man muss investieren, man muss auch Zeit investieren. Wenn man vielleicht so ein bisschen Angst vor Nähe hat, nee, das traue ich mich nicht. Ja, wieso denn? Wieso traut ihr euch das nicht? Also was habt ihr denn zu verlieren? Ihr habt gar nichts zu verlieren. Man kann nur gewinnen. Wir haben nichts zu verlieren, wirklich. Wir können nur gewinnen. Und vielleicht ist aber auch die Überfrachtung schuld. Also wir werden ja überfrachtet, überschüttet mit Nachrichten, mit allen möglichen. Und das so soziale Nähe gar nicht mehr so, also so richtig, also von Angesicht zu Angesicht, dass man die gar nicht mehr so zulässt, weil alles so auf Abstand ist. Es hat nichts mit der Pandemie zu tun, wo wir auf Abstand gehen mussten, sondern dass wir so zögerlich geworden sind, emotionale Nähe zuzulassen, weil wir vielleicht enttäuscht worden sind, weil wir keinen Bock mehr haben, so, oh, nee, nee, nee. Aber trotzdem, wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein.
Wir Menschen sind soziale Geschöpfe, wir brauchen das. Auch in der Tierwelt sind die nicht alleine. Die sind auch in Gruppen da, ne? Leben die. Gut, manche Tiere streifen auch alleine durch den Wald oder durch die Wildnis oder durch die Savanne, ja. Einfach machen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man zum Beispiel das Handy, dass man aufhört, in diesen sozialen Netzwerken das Leben der anderen lebt, indem man da ständig guckt und guckt und guckt und Herzchen gibt und liked, ach, wie schön, wo du bist, ach, wie toll, was du isst, ach, ja, dieses Kurzweilige, was wir so haben, also wo sich Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind den ganzen Tag auf dem Ding, das ist nicht das Leben. Euer Leben vergeht, indem ihr das Leben der anderen lebt und vielleicht dadurch immer unzufriedener werdet. Und das ist nämlich diese Gefahr. Das ist die Gefahr, dass man dadurch immer unzufriedener wird, wenn man sich dann automatisch vergleicht, ob man will oder nicht. Ja, wieso die und wieso nicht ich? Ja, also ich denke mir, auf diese alten Werte sich zurückzubesinnen, das ist gerade in der jetzigen Zeit das absolute, A und O, sich zurückzubesinnen. Früher konnte man das doch auch. Ich meine, schön ist, wenn man natürlich so eine Freundschaft durchs ganze Leben so mitziehen kann. Aber das ist oft nicht möglich, weil die Menschen umziehen. Ne? Oder man findet Leute auch nicht wieder, weil sie geheiratet haben, einen anderen Namen haben. Wie gesagt, das Buhlen um eine neue Freundin ist mittlerweile so krass wie das Buhlen um einen Mann. Gibt es Studien? Das meinte ich eben mit der Recherche. Und ich glaube, sie hat einen Wert praktisch, einen absoluten, also wie eine überteuerte Aktie. Dieser Wert ist gar nicht zu bezahlen, einer guten Freundin, ja. Man darf vielleicht auch nicht zu viel hineininterpretieren, ja, dass man sich da den totalen Seelenstriptease da sofort jetzt ausbreitet. Ich glaube, man muss das auch ein bisschen behutsam und langsam angehen. Aber es ist doch schon mal schön, wenn man Dinge nicht allein unternimmt, wie zum Beispiel einen Herbstspaziergang oder zusammen Kaffee trinken zu gehen oder zusammen shoppen zu gehen. Es macht viel mehr Spaß, als alleine in der Umkleidekabine zu stehen, ja. Also wir sind für unser Glück selbstverantwortlich und ich denke, für uns Frauen, wir sind ja dieses Soziale, das bauen wir ja auf. Das ist ja schon seit der Urgesellschaft so, dass wir sind die Nestbauer. Wir sind diejenigen, die dieses soziale Umfeld bauen, die das soziale Umfeld schaffen. Die Kommunikation ist so wichtig. Und ohne Kommunikation gehen wir vor die Hunde. Okay, wenn man jetzt eine Freundin hat, die 800 Kilometer weg wohnt, ich habe auch Freundinnen, die im anderen Teil Deutschlands leben. Das ist zwar jetzt nicht so schön, aber es ist auch gut. Man hat trotzdem Kontakt. Ne? Man macht dann im FaceTime oder man telefoniert. Ne? Man gibt sich das Gefühl, hey, ich denke an dich. Ich denke an dich, du bist mir wichtig, ich bin immer für dich da. Aber es ist natürlich am allerschönsten, wenn man jemanden in der Nähe hat, wo man anruft, sagt, pass mal auf, ich treffe mich in einer halben Stunde mit dir, wollen wir uns da und da treffen, so und so, wir machen das und das und das. Wenn da noch so eine Spontanität mit einer Rolle spielen kann, das ist natürlich richtig, richtig toll, ja. Und das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk muss man natürlich auch wertschätzen. Und das muss man hegen und pflegen und, ne, wie beim Silberputzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, durch diese vielen Herzkram-Themen, dass viele Frauen auch enttäuscht worden sind, die hier auf diesem Kanal sind und gesagt haben, okay, dann, ne, für diese Freundin kann ich verzichten. Ist auch richtig, es ist immer besser zu sagen, pass auf, ich trenne mich von dem und dem Menschen, weil der mir nicht gut tut. Aber trotzdem können wir nicht ohne Menschen. Wir sind ja keine Eremiten. Wir müssen uns ja irgendwie trotzdem mit Menschen auseinandersetzen. Also sollten wir, wenn es um schöne Dinge geht, weil nichts ist schöner, als schöne Dinge auch zu teilen. Was nützt mir der schönste Anblick, das schönste Essen, wenn ich das mit niemandem teilen kann? Ist auch nicht schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind nun mal soziale Menschen und so eine gewisse Nähe und Kommunikation ist einfach, gehört zu unserem Leben dazu, wie das Wasser, wie die Luft, die wir atmen. Genau, weil ich ja gerade über das Wasser und das Atmen gesprochen habe, es besagen Studien natürlich, Menschen, die sich einsam fühlen, die sich oft einsam fühlen, da müsst ihr mal in euch so gehen, ja, die strapazieren ihr Herz und ihre Gefäße und sie neigen eher zu Depressionen. Also das hat auch einen gesundheitlichen Aspekt,
Alleine leben, nur also alleine leben, okay, aber alleine zu sein, also zu wenig soziale Kontakte zu haben, ja. Wenn ihr so euch vielleicht mal fragt oder in Momenten des Alleinseins, wenn ihr da bemerkt, oh, ich spüre jetzt so eine gewisse Leere, dann einfach vor die Tür gehen. Sei es jetzt ein Sportclub, sei es irgendein Kurs bei der Volkshochschule oder irgendein Handarbeitskurs. Es wird ja alles Mögliche angeboten. Zum Glück. Zum Glück gibt es noch diese ganzen Vereine, wo sich Menschen treffen können. Und das ist so, so wichtig, weil wir werden immer älter. Also wir leben immer länger und das ist doch jetzt nicht irgendwie damit getan, dass wir sagen, na gut, ich warte mal, bis das Leben um ist und dann springe ich in die Kiste. Wir sollten uns das so schön wie möglich machen. Und eine gute Freundin, ein netter Mensch gehört einfach dazu zum Leben. Und wenn diese Freundin, wenn ihr die habt, die jetzt weit entfernt ist, bitte regelmäßige Kontakte, ist ganz, ganz wichtig. Regelmäßige Kontakte pflegen, mindestens einmal die Woche. Einmal die Woche ist absolute Pflichtveranstaltung und man kann sich ja zwischendurch auch mal so Nachrichten schicken oder so Sprachnachrichten oder irgendwie so, hey, ich habe das und das gesehen, ich habe gerade an dich gedacht. Das ist ja schon so eine Art Liebesbeziehung, kann man schon sagen, zwischen zwei Frauen, die sich wirklich mögen. Und das kann man sich auch sagen, ohne dass man jetzt irgendwelche anderen Ambitionen hat. Ja? Wichtig ist natürlich, wenn ihr dann diese Freundin habt, wie ihr die erkennt, ob das eine wirklich gute Freundin ist. Naja, es gibt gleich ein paar ganz einfache Regeln. Zum Beispiel, nimmt sie dich wahr oder redet sie nur über sich? Wenn das der Fall ist, dann ist es keine gute Freundin. Ja. Wie fühlst du dich? Das ist ganz wichtig. Wie fühlst du dich, wenn du mit dieser Frau, mit dieser Freundin zusammen bist? Fühlst du dich gestresst, genervt, bist du froh, wenn es vorbei ist? Hast du Angst vor so einem Treffen? Weil viele sagen, ich habe eine Freundin. Die treffen sich und eigentlich sagen, oh, ich hab gar keinen Bock auf die. Und trotzdem, naja, ist meine Freundin. Ja? Also der dritte Punkt, hast du das Gefühl, dass du konkurrieren musst? Konkurrieren mit dieser Frau, mit dieser sogenannten Freundin. Also sieht sie dich, hört sie dich? Fühlst du dich gut mit ihr? Oder musst du konkurrieren? Also konkurrieren, diese drei Punkte, die kann man sich ganz schnell im Schnelldurchlauf, kann man sich die selber fragen. Das merkt man schon bei einem Treffen. Ne? Also daran merkt man, ist das jetzt eine Geschichte, die mir gut tut oder ist das eine Geschichte, die mir vielleicht nicht so gut tut? Das ist jetzt die Verantwortung, die wir uns selbst gegenüber haben. Unser soziales Leben, unsere soziale Gesundheit, genau, unsere soziale Gesundheit, die vernachlässigen wir oft. Und Schuld ist natürlich unter anderem diese neue Welt, in die wir jetzt so hineinkatapultiert worden sind seit Erfindung des Smartphones. Ich sag mal, das ist alles so Fluch und Segen. Und viele Menschen sind nicht in der Lage, das irgendwie zu dosieren. Die kriegen das einfach nicht hin. Es gibt also jetzt, also es gibt, das fand ich ganz lustig, es gibt ein Restaurant, war das jetzt in Österreich, das wird jetzt gefeiert hoch und runter, weil es da Handyverbot gibt. Weil die Leute, bevor sie sich an den Tisch setzen, ihr Handy in so ein Schließfach legen müssen. Das wird jetzt gefeiert ohne Ende. Na sagt mal, in welche Richtung entwickeln wir uns denn? Das ist aber völlig normal, dass ich, wenn ich essen gehe mit jemandem, dass ich da nicht das Handy auf den Tisch lege und nebenbei rumscrolle. Aber anscheinend nicht. Die einfachsten Regeln sind, oder die einfachsten Benimmregeln sind einfach, also außer Kraft gesetzt worden. Die scheinen nicht mehr zu existieren, wenn man das jetzt besonders betonen muss. Oh, also bei dem Restaurant gibt es Wartelisten. Das ist ja was ganz Tolles. Da darfst du mit dem Handy nicht rein. Oh meine Güte, also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin im Irrenhaus. Also, wie gesagt, unsere Generation sollte es bitte vormachen. Wir wissen es besser. Wie leben ohne, dass alles funktioniert und wir sind doch super damit klargekommen damals. Und ehrlich gesagt, ich vermisse so ein bisschen diese gute alte Zeit. Ich habe mich immer früher gewundert und habe gesagt, so wirst du nie, wenn dann so die Eltern und Großeltern angefangen haben, ja früher. Und jetzt fange ich selber schon an und muss mir von meinen Kindern sagen, ja früher. Das Ding ist, es wiederholt sich alles im Leben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein ganz, ganz fabelhaftes Wochenende. Seid besonders gut zu euch und schaut mal nach, wie das so aussieht bei euch im Freundeskreis, ne? Mit der guten Freundin. Und wenn ihr keine habt,
es ist nicht unmöglich, sie zu finden. Das Leben ist schön und jeder Tag ist wie ein Überraschungsei. Oder ist wie sagte Forrest Gump, ist wie eine Pralinenschachtel. Gut, man weiß nie, was man bekommt, aber es ist alles offen. Also ihr Süßen, ciao, ciao.